Und wenn man Angst kriegt, dann setzt man das unter Stress. So, jetzt will ich Sie nicht mit irgendwelchen Dingen aus der Hirnforschung und von Neurobiologen in einem Fachvortrag alles erklären, aber was mir ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, ist, dass dann, wenn wir Angst haben, dann werden alle Körperfunktionen, die nicht dafür geeignet sind, diese Stresssituation zu bewältigen, runterfahren. Und alles andere geht hoch. Nacken, Blutdruck, Herz,